Bethesda Game Studios präsentieren. Alte ranzige Männer. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Ja, und damit willkommen zu The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Special Edition. Ich bin euer Firobo. Ich bin natürlich auf Max-Einstellungen, wie man vielleicht sehen kann. Aber bis jetzt muss ich sagen, es sieht nicht viel anders aus als das alte Skyrim, was mir jetzt erst im Blick auffällt. Ich spiele mit 60 FPS. Endlich seid ihr wach. Oh. Ihr wolltet die Grenze überqueren. Ah ja, einen Moment, der erklärt uns alles zum Einstellungen. Anzeigen. Dialoguntertitel, das hätte ich gerne noch. Das könnte ich noch so einstellen. Mods, ja, Mods ist auch cool. Und zwar, wir loggen uns ja, und wir müssen uns einloggen hier, wie ihr seht. Da sind also Negativpunkte von der Deluxe Edition Special Edition ansprechen. Ja, man hat aber keine Möglichkeiten, sich hier zu registrieren. Nirgendwo. Und dann auch den was, Erfolge sind deaktiviert. Ja, schön, da will ich aber das alte Skyrim spielen mit Mods. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, alle, die halt nur das Standardspiel haben wollen, mit den ganzen Add-ons dabei, für die lohnt sich die Special Edition eigentlich nur, wenn sie sich die auf Steam kaufen. Denn Skyrim mit den ganzen Mods zusammen kostet circa, was waren es, glaube ich, 60 Euro. Und die Special Edition kriegst du halt für 40 Euro. Alle, die sich das Kiste holen, sind wahrscheinlich günstiger. Dort ging es wahrscheinlich das komplett bei, also alte Skyrim mit allen Mods für, lass mich nicht lügen, ich sag einfach mal circa 25, 30 Euro. Und dann haben sie halt noch den Steam Workshop dabei. So, mal, by the way, mal ran. Wir spielen jetzt hier Skyrim Special Edition ohne Mods. Einfach um das Skyrim-Feeling mal zu haben. Ja, und wie gesagt, alle Kritikpunkte. Und wie gesagt, man sollte das Spiel nicht über 60 FPS stellen, weil sonst ist es unspielbar, weil dann rastet die Physik total aus. Aber das zeige ich euch jetzt erstmal nicht. Richtig. Seid genau in Hallo? Den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie diese... Was hast du jetzt angemacht? Tiefenschärfe, okay. Na gut, lassen wir es einfach mal so. Dann stellen wir eben nochmal schnell ein. Ja, jetzt scrollen, das ist so. Gameplay, was haben wir? Controller haben wir nicht. Adapt, ich weiß gar nicht, wie ganz gerade das ist, deswegen egal. Gut, lassen wir es einfach so speichern. Ja, kannst du speichern so. Verdammt, sollt ihr endlich! Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Na, das sieht auch ganz schön aus hier. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Jäger, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Die Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Und was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der... Alter, was ist denn hier? Rebellion. Aber wenn sie ihn gefallen haben... Lass mich nicht anpassen, ey. Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Da kommen wir gelaufen, ein paar Leute lang. Eines Lord seinem Zuhause gelten soll. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. So. Mara. Ist das hinten Caesar? Bella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen. Bitte helft. Ah, Skyrim-Logo. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel.
Entschuldigung, aber ne, das war hier falsch. Da, genau, Anzeige. Tiefenschärfe machen wir mal weg. Ist ja furchtbar. Danke. Boah, die kriegt mich ja so auf. Ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Hier werden wir hingerichtet, wie scheint. Was wir getan haben, keine Ahnung. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Den Himmel? Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Naja. Von Flusswald. Ach, er kommt vom Flusswald, okay. Lothir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Ihr da, tretet vor. Ja, das bin nur ich. Wer seid ihr? Oh, da findet's raus, wo wir sind. Komm mal durch, gehen wir die ganzen Klassen noch hin. Dunkelelf, Alter, sind wir. Iuiui. Hochelf. Kaiserlich. Khajiit. Nord. Ein Ork könnten wir auch sein. Oder ein Waldelf. Ich entscheide mich erstmal für den Nord, glaube ich. Nord sind stark, ja, machen wir mal so. Wir sind so, Körper. Wir können weiblich sein oder männlich. Ich habe immer einen. Ja, männlich ist so. Vorgaben, okay. Na gut, dann machen wir es selber mal. Ja, wir können rot sein. Ne, wir bleiben mal so. Gewicht abgemagert oder? Ja, wir sind Proll. Wir sind maskulin. So ein Kopf. Machen wir mal so. Bisschen rot. Bisschen Schmutz vielleicht. Ja, ein bisschen Schmutz sind wir auch. Also, passt. Narben. Nehmen wir die Namen, die sind ganz cool aus. Kriegsbemalung, ne, Kriegsbemalung sind kacke aus. Gut. Gesicht, Nasenart. Kann ich den Typ mal irgendwie ein bisschen drehen? Sein Gesicht besser sehen kann. Zeig mir doch mal dein hübsches Gesicht. Es ist hier so dunkel, ey. Hat uns unsere Anfangsnase mir am besten gefallen eigentlich. Ja, die ja. So. Nasenlinge, ja. Müssen wir seitlich gucken. Guck mal seitlich. Ja, das passt schon so. Kiefer. Das denke ich auch alles, oder? Ja, Kiefer geht auch alles klar. So, Wangenfarbe. Stimmt, Kinnfarbe, so als Farbe man machen kann. Ich hätte gerne Bart, würde ich gerne einstellen. Augenform. Mit den Augen habe ich eigentlich auch nichts auszusetzen. Können wir noch irgendwas machen? Ne, gut. Augen, das haben wir so. Bräune, ach, Braue. Diese dichte Bräune. Ist auch alles okay. Mund ist auch okay. So, kommen wir zu den Haaren. Was gibt es denn hier für tolle Haare? So, gehen wir mal ein bisschen seitlich hier. So. Wir können also ganz viel Glatze tragen, wenn wir wollen. Lange. Uiuiui.
Okay. Oh yeah. Es gibt also echt sehr viel Glatze hier in dem Spiel. Es sind mega lange Haare, aber auch nicht. Ich entscheide mich. Ist echt das, also schon sonst eine Frisur, ne? Ja, die ist eigentlich am besten. Ein Bart, ich schön Vollbart. Nein, nicht so bärtig so. So ist gut. Ja, so bin ich zufrieden. Bisschen grau da wirken lassen. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Was ist das denn, er weiß? Ne, das machen wir ganz schwarz hier. So, bam. Kann man gar nichts mehr erkennen. Gut, Name, Gefangener. Kann ich schon meinen Namen ändern? Was, ja? Da kann ich schon meinen Namen ändern. Ich kann meinen Namen nicht ändern. Na gut, dann heißt es was Gefangener. Ah. Okay. Wir heißen natürlich Fiore. So. Das klingt ja schon besser. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Oh, ups, Entschuldigung. Was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Alles klar. Befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Dankeschön. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Oh, wir werden, okay, wir kriegen alles automatisch hier gemacht. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Alles klar. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Oi, oi, oi. Der will wohl sterben. Ahn lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ab mit seinem Kopf. Kaiserlichen Dreckskerle. Gerechtigkeit. Tod den Sturmmänteln. Was denn jetzt? Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalunter Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Warum ich? Um der Stier zum Beispiel. Ich will aber nicht. Nein. Nein, ich will nicht. Ich will nicht da. Nein. Da ist ein Drache, Leute. Was habt ihr gesehen? Den Göttern, ein Drache. Ja. Ist das möglich? Fosrota. Okay, was passiert mit uns? Okay. Ich bin ja da. Wow, was ist Apokalypse? Also kann ich rennen, okay. Kann mal dieser Effekt weggehen? Ah, endlich. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los!
Hi, Captain. Wow. Hilfe? Ich glaube, der ist tot. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach. Bin ich schon unterwegs. Mich halten hier keine 7 Pferde mehr. Okay. Wieso beschützt er uns jetzt plötzlich? Also Sache, deine Texturen sind nicht sehr schön. Was ist mit den anderen hier, die noch leben? Zieh die einfach zurück? Aus dem Weg! Wir fliehen, Harper! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Schön! Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sotengarde! Was? Was soll ich euch machen? Ich bin jetzt mal dem gefolgt. Okay, wir folgen dem einfach mal. Habe ich das jetzt mal, glaube ich, auch gemacht. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, bitte. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich oh, danke. Sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennung finde. Oh, guck mal hier. Alles mitnehmen hier. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Ne, klar, einfach mal. Guck mal, hier gibt es auch noch ein Schwert. Mal alles klauen hier. Ein Buch, oh. Davon gibt es auch ganz viele. Nehmen wir auch einfach mal mit. Nachher, ich will echt mal unbedingt das machen müssen. Können wir nichts machen mit, okay. So, Objekte war es, glaube ich. Bekleidung. Rüstung, Stiefel und ein Helm. Waffen haben wir immer ein Eisenschwert dabei. So, und der steckt mir auch wieder weg. Okay. Jetzt kann man mal ein bisschen hier so eine Perspektive gehen, aber ich spiele gerne in der Ego-Perspektive. Und ich klaue sehr gerne. Ach, ja. Okay. Töte sie doch! Hör auf mit mir zu schlagen, du Arschloch! Oh. Ist auch noch einer? Alles meins. Guck doch mal, ob du die Tür aufkriegst. Also wären wir wahrscheinlich jetzt hier gelandet, dann. Kann ich die noch mitnehmen? Oh, ja, genau, komm. Becher mitnehmen, dann können wir erstmal. Kann man alles ein bisschen was zu verkaufen, wisst ihr? Achso, das war schon alles. Okay, gut. So, ist das. Und ein Grafikpack, okay. Ja, ich weiß, dass man blocken kann. Okay. Hier lang? Ist aber hartnäckig. Leben kriegt ihr uns nicht. Kann ich töten?
Okay. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. So, noch kann ich. Wie viel kann ich eigentlich tragen? Oh, da haben wir schon ein bisschen was ausgelastet. Okay. Darf ich nicht rein? Schade. Oh, Kartoffeln zum Essen. Nichts machen, hier sind Zaubertränke. Zaubertränke sind auch sehr wichtig. Die können wir uns Ausdauer und so beeinflussen. So, den Schrank hat schon gesucht gehabt. Zack, 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 zack. Gabel kann ich nicht mitnehmen. Oh, okay. Wir können uns da hinsetzen. Kann auch nichts machen mit. Hä? Ich habe gar nicht auf den Schrank geklickt gehabt. So, einen Korb mitnehmen. Körbe, yeah. Schon kriegen wir dafür voll viel Geld. So, und Heilung. Wie gesagt, Essen ist Heilung hier in dem Spiel. Und an Heilung braucht man anfangs sehr viel. Jetzt hier hoch. Ja, ich kann alles hier klauen. Wuhu. Warte, 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 ey. Ich muss hier erst klauen, ja? Oh. Noch mehr, yeah. Und fertig, hier entlang. Ja, ja, ich bin fertig. Sind die jetzt begraben worden, oder? Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Da ist ein scheiß Magier. Ups. Entschuldigung. Ich bin belastet. Komm, das ist ein Skyrim-Buch. Nehmen wir einfach mal mit. So, okay, müssen wir ein bisschen was loswerden jetzt hier. Bekleidung, was gibt es? Sehr viel wiegt, oder? Gewicht 8. Dann den Waffen vielleicht. Oh, die Waffen waren das, genau. Und so macht 9. 20. Ach du Scheiße, ist das schwer. Ist aber auch einiges wert halt, ne? Wie viel müssen wir denn? Machen wir mal so. Das war der Fall. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte. Kommt nicht mit solch einem Unsinn. So ein Unsinn, genau. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Ah, wir können sogar die Leiche wieder mitnehmen. Wir müssen hier raus. Oh ja. Ihr habt mir nichts zu sagen. Ist es gekattet? Oh. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Okay. Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gott, das hilft die Trische. Oh, geht ja ganz einfach so. Schnappt euch, was ihr könnt. Ja, ja, machen wir schon. Ach, das System kann ich sogar noch. Das kennt man ja von zum Beispiel Dying Light. Gut, dann dich noch hier. Oh, und das erste ist nicht richtig kaputt. Oh, wir haben noch jede Menge. Man hat auch wesentlich mehr als vorher. Ich glaube, im ersten Spiel haben wir es jetzt mal, glaube ich, mit irgendwie gerade mal zwei Stück oder so gestartet. Ich hatte auf jeden Fall, ist mir die Trischkoppel gemacht, bevor ich alle Zellen offen hatte. Daran erinnere ich mich noch. Oh, was ist das? Das ist so viel Kerker. Ah, hier kann ich. Kann ich mich erstmal hier überall beweisen mit Schlossknackern? Sehr schön. Achso, das hatten wir schon. Okay, der Geldbeutel gehört dazu. Ne, der gehört nicht dazu. Huh? Warum hat ein scheiß Leiche. Ups. Ein Skelett, bitteschön. Goldmünzen da drin. Hä? Als ob die Wachen dir das nicht abgenommen hätten. Ich bin ja da, keine Sorge.
Scheiß Skelett und so. Alle haben so Sachen dabei. Finde ich sehr löblich mir gegenüber. Weil die Skelette alle Geld haben. Bisschen komisch. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, ja, machen wir. Ist doch schon ein Weg. Na? Kommt mit, Kameraden. Ach, das ist schön. Okay. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Okay. Ausdauer niedriger, okay. Oh, die Ausdauer regeneriert sich echt langsam. Nop, nop, ich kann aber einfach nicht vorbeilatschen. Auch gut. Können wir auch was mitnehmen? Ja, wir lassen es mal. Das ist das Gute auch in dem Spiel, man levelt nicht mit durch Kills hier von den Leuten, sondern durch die Einsätze der Sachen. Das hier gibt es jetzt Feuer. Siehst du, dadurch verbessere ich meine Einhand die ganze Zeit. So, Eisenpfeil nehmen wir mit und den langen Bogen nehmen wir mit. So, komm her. Deine Pfeile sind mir und den langen Bogen brauchst du nicht. So, ja. Ausdauer. So, da geht's lang. Hier unten ist scheinbar nix. Ne. Gut, dann geh weiter. Weiter. Ah, die berühmte Stelle, die ich schon gesehen habe. Ach, unser Kollege ist gestorben oder was? Und zwar hier. Das ist einfach hier durchgefallen. Ah, jetzt geht's da wieder nur so 60 FPS spielen. Da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Hallo, Drache? Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen. Ja, finden wir unsere Waffen. Ich würde gerne mal den Bogen benutzen. Ich wäre gerne Bogen, Johnny. Komm mit, Alter. Wir erkunden erstmal hier. Denn hier gibt es nämlich Geld und lecker Tränke. Hier werden wir, glaube ich, rauskommen, wenn wir da runtergefallen wären. Ja, genau. Oh, leider kriegen wir hier nichts. Schade. So, hier. Sieht ja so aus, als wäre ein Ort, aber kommen leider nicht durch. Schade. Marmelade. Wo, da. Ja. Ich komme hier schon. Warum liegen hier überall Skelette rum? Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang fahren. Gut kombiniert, Sherlock. Gut kombiniert, Also kann ich springen? Oh, Spinnen. Buffet. Das ist schon die Axt, das wieder habe ich dadurch. Hier sind überall Spinnen, Alter. Und natürlich auch große. Komm her, Junge, du hässliches Mistvieh. So, bist tot. Was denn jetzt noch? Riesenschlangen? Hoffentlich nicht. Keine Riesenschlangen. So, die Eierbeutel durchsuche ich mal. Denn da gibt's schöne Spinneneier. Die kann man später gebrauchen noch. Okay, Computer kommen die scheinbar nicht. So, ja, hier sind noch welche. Und hoffentlich kommen hier keine neuen raus. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Für uns zumindest. Das hinkt da. Ah! Okay. Was haben wir da? Ach, hier kann man alles durchsuchen. Nice. Hatte ich die schon? Ja, die hat schon. Warte mal, ich will an den Rand springen.
Ne, kann man echt nicht durchsuchen, schade. Gut, weiter geht's. Ich bin da. Wo bist du? Hier ist noch ein Skelett, kann ich das durchsuchen? Leider nicht. Hier geht's irgendwo hoch, aber hier ist auch nichts, schade. Hilfe? Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht an. Ich schon. Wir können ja mal speichern, by the way. So. Ihr wird gekämpft, Junge. Hier geht's zum Level. Langbogen ausrüsten. An ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Ein Bogen hatten wir ja schon. Kleidung, Fußlappen. Weg damit. Weg damit, so. Und das ist ein Kill-Move. Geil. Was? Gut, nochmal. Ah, jetzt aber. Oh, das ist ein Headshot. Heißt du? Ah! Die Ausrüstung. Guck mal, das ganze Geld und alles. Ich trage schon wieder zu viel. Gut, dann legen wir vielleicht noch eine Waffe ab. Was haben wir denn hier noch? Die ist 30 wert. Streit können wir schon mal ausrüsten können. Was ist denn die Streitaxt wächst? So. Denn wir kriegen auf jeden Fall hier was noch Sachen von den Bären. So, was haben wir denn hier? Hier sieht überall so, hey, hier kannst du raus, aber doch nicht. It's just a prank. Wow. So, wo ist denn jetzt unser Kollege hin? Ach, der hat schon hier einen Ausgang gefunden, wie scheint. Das sieht wieder aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Okay. Ziel Himmelsrand. Okay. Oh, wir sind fast schon Level 2. Yay. Wartet! Da ist er doch schon wieder. Aber er ist weg. Ah, komm, wir haben einen Tempel. Als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Kannst du nicht bestehen, so langweilig. Ja gut. So, da haben wir es. Skyrim, Himmelsrand. Endlich sind wir da. Und es sieht doch schon hier natürlich schöner aus. Also da haben sie auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Aber ich dachte, wir trennen uns. Warum wartest du jetzt auf mich? Idiot. Okay, gut. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.